So, liebe Freunde, mit dieser Schlagzeile melden wir uns back und begrüßen alle Anwesenden zum Achtelfinale im DFB-Pokal. Bayern trifft auf Heidenheim, dürfte klar Bayern gewinnen, Dortmund auf Düsseldorf. Oh, Berliner Stadtderby. Gebe ich diesmal sogar an, ja, ich würde sagen Hertha. Bei uns wird's spannend, keine Ahnung. Leverkusen schießt Paderborn im hohen Bogen raus. Gladbach gegen Frankfurt wird richtig spannend. Habe ich absolut keine Ahnung, was da kommt. Schalke schießt Bochum raus, wenn sie so spielen wie gegen uns. Ja, Wolfsburg. Wolfsburg gewinnt das. Wie man hier in der Torschützenrangliste sehen kann, spielt Paco Alcácer für Hoffenheim. Das macht es auf jeden Fall spannend zu sehen, was jetzt hierbei rumkommt. Dieses Spiel wieder 4 Minuten lang. Ja, also nach der Verletzung von Hirsch im Schalke-Spiel wird er uns 8 Wochen fehlen. Heute Grüße in Chat an 3 aktive User. Heute wird auf Dings gesetzt. Tim Schubert auf jeden Fall wieder. Obwohl. Nee, Gregor Wittig sehe ich da heute mehr. Ewald wieder links. Nico Pahnert, jawohl. Genau, was sich geändert hat nach dem 1-1 gegen Schalke, wo einfach auch ein bisschen die Eier gefehlt haben vom Team, ne? Eier, wir brauchen Eier. Hat sich Folgendes geändert, und zwar Christoph Giese jetzt als Kapitän. David Richter wieder bloß einer von vielen. Vielleicht bringt ihn das ein bisschen mehr an Down to Earth. Da fehlt halt wirklich was. Irgendwas fehlt bei dem Jungen. Ich weiß nicht, was es ist. Männlichkeit oder so. Auf jeden Fall wurde jetzt der Älteste im Team, der 26-Jährige, zum Kapitän ernannt. Ludwig Hirsch, frag dich nicht, warum du nicht im Kader bist. Dein Charakter hat Faxen gemacht und wollte unbedingt wechseln. Also so auf dieses andere unbedingt. Mit ich zeig euch an, ihr Schweine, wenn ich nicht wechseln darf. Und ja, okay. Nico Pangert schreibt ja gerade, du wurdest verkauft. Rate mal wohin. Kannst du gerne mal im Chat raten. Ich löse es dann hier auf. Es führte wirklich keinen Weg dran vorbei, aber da du ja auch noch 19 bist im Spiel, machen wir es wirklich so, dass wenn wir es schaffen, europäisch zu spielen, dass wir dich als Verstärkung auf jeden Fall vom Verein wieder zurückholen. Wie im echten Leben. Jetzt erstmal Grüße aus der Gerzingen-Arena, Christoph Giese, Alter, dieser 2-Meter-Mann, das ist natürlich auch ein Kapitän. Magdeburg. Nee, Ludwig, ist es nicht Magdeburg, das war aber auch ein dummer Tipp. Ich gebe noch einen Tipp dazu. Es ist erste Bundesliga. 3 Tore in den letzten 3 Spielen, Alter. Auf Paco Alcácer müssen wir uns also gefasst machen. Der ist hyped. Daneben ist doch Sessegnon, oder? Oder verwechsel ich das gerade? Ich hätte gesagt, daneben dürfte Sessegnon sein. Bei so einem wichtigen Spiel auch Kevin Gröschler hinten drin natürlich. Torwart hat auch ein generiertes Face, kenne ich aber leider gar nicht. Werder Bremen. Nee, mein Schöner. Hannes Gensch wurde auch verkauft, mit dem war das gleiche Problem und der musste zu Werder Bremen, aber für dich ging es dann leider zu Mainz 05. Aber das ist ja wie gesagt bloß eine Zwischenstation, also. Wie gesagt, Rückkaufoptionen gibt es dazu, also wenn du uns wieder gefällst, kommst du back. Kaderabic, Paulinho, Alter, was haben die denn für einen Kader? Auch geile Aufstellung, also das wird hoffentlich ein geiles Spiel, Alter. Bartra noch hinten, Blanco kenne ich jetzt leider nicht. Aber ansonsten, ohne Johannes Hirschfuller, ich bin gespannt. David Richter stolpert sich mal wieder einen ab.
Kevin Goslar. Der Hallenser Jungs scheinbar noch in der Umkleide. Kapitän Christoph Giese muss da mal die Kraftstimme anwenden. Junge, starte doch einen Durchlauf. Lukas Müller. Und der klärt den weit. Christoph Giese, herrlich. Oh, nein. Oh ja. Der Kapitän bringt sich da weit vorne mit ein. Streckt das System hier nieder. Christoph Giese. Ziemlich optimistisch, wie er da nach vorne läuft. Oi, 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 oi. Hoffenheim macht es uns hier nicht einfach. Wie erwartet. Alter, das muss doch auch gepfiffen werden da oben. Warum passt der nicht? Junge. Panghardt. Christoph Giese, heute sehr viel an der rechten Seite hier am Start. Ja, der lässt auch den Sissanje nicht durch. David Richter muss da besser stehen, Mensch. David Richter, ran da. Bitte, ich krieg das Ding geklärt. Kühne. Der hat viel Platz. Oh Gott, nee. Da blieb mir kurz die Luft weg. Was war das denn für ein geiler Pass? Junge, wie kann man den denn so haargenau passend auf Frankes Fuß servieren? Das war ja unglaublich. David Richter muss rausrutschen. Jetzt brauchst du wieder wen anders. David Richter tauscht mit Gregor Wittich kurz. Wittich sucht den Vorstoß. Lukas Müller kann von hinten kommen. Kriegt Alcacer nicht. Der klebt am Ball. Der klebt am Ball. Aber Lukas Müller kriegt immer noch sein Rematch. Junge Johannes Franke, der geht da aber auch geschmeidig wie Butter durch. Nico Pagenhardt. Wen sucht er denn? Ah. Nicht schlecht gedacht, aber schlecht gemacht. Gregor Wittig vereitelt erstmal die Chance zu kontern. Ja, Wittig. Ach. Leute werden gut angelaufen, aber es bringt alles nichts. Hoffenheim zieht hier ein gutes Spiel auf. 41 Minuten sind rum. Stark von Pagenhardt. Schleichert. Schickt da Franke. Och, Junge. Man versucht hier Lukas Kühne in Szene zu setzen, aber der Kopfball, der war nichts. Wir müssen hoffentlich auf jeden Fall dran denken, dass ich euch die Transfers noch zeige, die gemacht wurden. Also da sind echt huiuiui Dinger dabei, Alter.
Ja, Hertha führt, wie ich es erwartet habe, gegen Union. Here we go again on my own. Oh, Junge, Scheiße. Hoffenheim, ja, Alter. Geiles Team, wirklich, wird die führt, ey. Sessegnon da vorne auf dem Flügel. Mit scheiß Paulinho, wobei Paulinho dieses Spiel einfach noch nicht kommt. Christoph Giese, Kapitän, vermacht sich da. David Richter, da im Zweikampf mit Sessegnon. Die kriegen den Ball nicht richtig geklärt, das ist das Problem ja. Und hängt sich da ein bisschen zu doll an Eggestein dran, wird eine gelbe Karte geben, denke ich. Ah, das war jetzt umkämpft. Geiger soll sich da nicht so aufspielen. Kommt da zu spät, ist unnötig. Jetzt muss man aufpassen, was haben die vorher? Stark, ganz stark. Das könnte jetzt mal eine Chance für einen Konter sein. Manometer. Die beiden Richter wurden schon wieder komplett fertig. Partner, der hat noch Luft. Dann nehmen wir lieber Niki Winkler, der macht sein Ding immer gut. Außen vielleicht einen Fleischer, ich weiß es nicht. Warum eigentlich nicht hier? So viel Tempo, wie der mittlerweile hat. David Richter runter vom Feld, beide Brüder. Niki Winkler soll jetzt defensiv absichern, damit Nico Pagenhardt mal ein bisschen offensiv sich mit einschalten kann. Das, was Nick Richter heute nicht ganz so erfolgreich gemacht hat. Fleischer jetzt mit Müller im Team zusammen. Gregor Wittig. Ewald, Niki Winkler, Schleichert, Martin Schleichert, Junge. Schleichi. Dann nochmal die Chance, kann sie aber nicht nutzen. Niklas Winkler. Müller klärt die Kirsche. Und Damian betritt das Feld. Ah, da muss ein Kopfball kommen. Was war das für ein Fehler? Das kann ich mir gerade auch nicht erklären. Das müssen wir noch mal sehen. Was war das denn bitte? Da kommt die Flanke. Schlecht geklärt von. War das ein Pass von Miro Parnert? Also. Ich weiß ja nicht, was da gerade bei Pangard ausgesetzt ist, aber das war das Dümmste, was ich je gesehen habe, wenn das gerade von Pangard kam. Junge, nee. Scheiße. Ja, und jetzt läuft die Zeit wieder gegen uns, ne?
fuck it, Alter. Junge, hör auf Zeit zu spielen. Komm, wirf rein das Ding. Oh, fuck it, Alter. Franke Randa. Haben wir noch einen Wechsel oder nicht? Ich glaube schon, oder? Einen noch. Fleischer, bring dich doch mal offensiv ein bisschen mehr ein. Pang hat, Alter. Den habe ich gerade auch in der Hasslatte. Geil. Mann. Was ist denn das hier schon wieder? Wir brauchen einen Erlöser, Alter. Und wenn es Sven Straube ist, wir brauchen wen. Niki, komm. Kapitän. Ah, komm. Holt sich Gregor Wittig noch seine gelbe Karte ab. Hm. Jetzt läuft über Sven und den alten Brenner, Alter. Christoph Giese, komm. Peitsch deine Jungs nach vorne. Mann, ey, fuck it! Oh! Drei Minuten. Mann! Fuck it! Oh. Scheiße hier, Alter. Inakzeptabel auf jeden Fall, Alter. Fehlschuss, Fehlschuss, Fehlschuss. Das Tor will ich jetzt noch mal sehen, Alter. War das wirklich Pangert? Alter, sowas Dummes! Junge. Alles so wie predicted. Ja, wie gesagt, das Ziel ist erfüllt gewesen. Ja, also wir sollten unter die 16 Besten kommen, das haben wir geschafft. Alles gut. Zunächst mal danke, dass Sie direkt ja, ja, laufen wir nicht voll. Wir haben Sie es gesehen, daraus können wir lernen, wir hätten mehr verdient. Aber wir hätten die Chancen besser nutzen müssen. Ja, wir waren gut, aber nicht gut genug. Müssen wir echt gucken, was wir besser machen können. So. Transfers, bevor es hier zum nächsten Hammer geht, weil wir spielen gegen Leverkusen und die stehen ja über uns und an denen müssen wir vorbeiziehen. Vorher Transferszentrale, und zwar haben wir auf Leihbasis verpflichtet für kurze Laufzeit Fabian Reese. Und Raik Bachau haben wir geholt, das wusstet ihr ja schon. Und angenommen haben wir nämlich eine Spielerleihe von Daniel Schweinefuß für ein Jahr nach Olympique und für Max Bernd kurze Laufzeit zu Borussia Dortmund und Sven Straube für ein Jahr nach AC Florenz. Für Straube, Straublinger,
kam Raik Bacher dann, also kommt Raik Bacher dann zur Transferphase. Bernd und Schweinefuß, ich wollte bloß einen abgeben. Ich fand auch mal die Angebote so dolle geil, gerade bei Bernd für kurze Laufzeit, dass ich dann halt mit Bernd kurze Laufzeit den Dings, den Rehse für kurze Laufzeit hole. Weil an sich sind ja keine Stammspieler Bernd und Schweinefuß, auch wenn mal was sein sollte, hat man den Fabian Rehse, den man da bringen kann. Wir werden uns jetzt noch Robin Hack holen. Kostet eigentlich 8 bis 11 Millionen. Wir ziehen die Freigabesumme. Johannes Eggestein wäre auch interessant gewesen, aber wir ziehen hier die Freigabesumme. Holen Robin Hack. Als sporadischen Spieler auf jeden Fall, genau. Der hat seine Rolle auf jeden Fall verstanden, das gefällt mir. 3 Jahre, 17.000 und drin damit. So, damit haben wir dann jemanden, der auch linker Flügel, Sturm und ZOM spielen kann. Besser jetzt nicht, als Wechsler. Sporadischer Wechsler. Das dürfte dann die ganze Entwicklung sein. Frage ist jetzt ja, ob man da Christoph Giese jetzt irgendwo ein bisschen eine Schuld gibt an dem Aus oder nicht. Ich denke eher nicht. Lukas Kühne jetzt dieses Spiel ein bisschen dolle schwach gespielt. Da wird es auch personelle Änderungen geben müssen. Max Bernd sehe ich auch mal für den David Richter da drin, muss ich ehrlich sagen. Das werden wir aber allerdings alles sehen. Jetzt geht's erstmal ran in Leverkusen bei der Werkself. Ah, die könnten jetzt in Rot spielen. Ja, das machen die auch. Kai Havertz sehen wir ja schon. Ich habe auf jeden Fall ein paar Coups hier geplant. Straube soll auch mal zum Schuss kommen. Straube, Straublinger. David Richter heute seit langer Zeit mal wieder von der Bank bloß. Tut ihm vielleicht auch mal ganz kurz gut. Und dann schauen wir mal rein. Was ist das eigentlich? Ist das die Bayer Arena oder? Ja, Bayer Arena, 14. Spieltag. Die Jungs sind hyped. Emotionen pur. Oioioioioi. Ich meine, wir sind auch nicht schlecht dabei. Theoretisch auf Platz 2, ja. Aber 31 Treffer, die wollen auf jeden Fall knötzen. Und da können wir, wie es jetzt gerade schon im Stream bemängelt wird, so ein lässiges Abwehrverhalten auf keinen Fall durchgehen lassen. Ich bin gespannt. Bin auf jeden Fall richtig gespannt. Radetzky, Dragovic, Jedwai und Bender. Das ist eine richtige Leverkusen-Aufstellung. Bentancur, okay. Valverde, Chiesa und Paulinho. Ach, das ist der OG Paulinho. Und Aller da vorne drin, Alter. Was ist das denn für ein Kader? Ja, das mit Straube ist ein Experiment.
aber was soll's? Daraus kann man nur schlauer werden, ob man Schraube noch setzen kann oder nicht. Wie gesagt, er geht ja auch bald zu Florenz. Niki Winkler, schön, dass du noch da bist. Ich dachte, du bist noch nicht mehr da, Mensch. Bring dich mal ruhig mehr mit ein, ja. Ich hoffe die. Oh nein, Alter. Ich würde gerade sagen, ich hoffe, die klatschen uns jetzt hier nicht zu doll, aber die legen ja schon ordentlich los. Das wird ein richtig schöner Kicker, Alter. Ich sehe das schon kommen. Guckt euch das an. Scheiße. Alter, scheiß Kai Havertz, verzieh dich. Nein. Da vorne wartet Aller als einzige Spitze auf dem Dings. Aua. Sebastian Aller. Das geht natürlich ganz, ganz schnell, ja. Einer von der Büffelherde nimmt uns da einen schönen Hops. Scheint ein gutes Spiel zu werden. Franke gefault, ja Mann. Ich hoffe, den versucht auf Franke zu treten. Ja. Franke, komm. Ach. Bayern München hat getroffen. Wurde es auch angezeigt, ja, gegen Hertha, Inaki Williams. Komm, Ewald und Christoph Giese. Ah, Franke. Kevin Gröschler, der kennt natürlich Kai Havertz. Aus der Nationalmannschaft ist darauf gewappnet, was da jetzt kommt. Ja, und wir finden ja gerade keine Idee, muss ich sagen. Oh nein. Gut. Bremen macht auch ein Dingchen rein, ja, schön. Hannes Gensch. Franke. Oh. Was ist denn hier los? Es muss mit Pressing gespielt werden. Sven Straube auf Felix Fleischer. Unten läuft Kühne mit. Ja, Mann. So und nicht anders. Boah. Felix Fleischer, der legt da aber tempomäßig auch einen vor. Ehrenhaft, dass er den dann noch rüberlegt und dann macht Kühne das Ding natürlich rein, hat auch eiskalt. Eingeleitet durch Sven Straube, sollte man nicht vergessen, ne? Ja, Bommer natürlich auch wieder happy. Schön, Nick Richter. Stört doch mal das Aufbauspiel. Ich würde
unterm Strich immer noch sagen, dass wir gerade die schlechtere Mannschaft sind, aber Teampressing fruchtet auf jeden Fall gerade. Christopher Ewald, der setzt sich jetzt auch durch. Ah, da darfst du den Ball natürlich da nicht verlieren. Fleischer. Boah. Den hat er aber aufgegabelt, Junge, Junge, Junge. Oh, was ist hier denn los? Erstmal handelt sich Noah Libor ein. Ah, gut, war gerechtfertigt. Uiuiui. Team Jedweil. Franke. Oh, Fleischer checkt da nicht, was Kühne vorhat, oder was? War jetzt hier gerade das Problem. Oh, schön. Pagi ist ein rechter Büffel da in der Mitte, der versucht zu kämpfen. Pagi! Oh! Junge! Jetzt haben wir hier ein Spiel, Junge. Hier geht's um was. Da muss Christoph Giese dazwischen. Gysi. Ja, haben wir jetzt auf den Pfiff gewartet, Alter. Ich glaube, mit einem 1-1 sind wir gut bedient. Zum Ende hin wurden wir besser auf jeden Fall. Also am Anfang dachte ich, wir gehen ja 7-0 baden. Bremen 1-0, Bayern 1-1 plus gegen Hertha und Leipzig und Gladbach, na gut, die sind ungefähr ebenwertig. Das können wir uns hier hinten nicht erlauben. Obwohl Schubert hat das eigentlich auch mal ganz gut gemacht. Ich will da einfach mehr Sicherheit hinten haben, so ich muss da reingehen mit Foul und so weiter. Das können wir uns nicht erlauben, dass da Noah Lieber mit Gelb steht. So eine rote Karte könnte das ganze Spiel erinnern. Oh, Schleichi. Hier ist er. Komm, Ewald mit nach vorne. Schön. Nick Richter. Felix Fleischer. Sven, ach, Straubel, Straublinger. Ach, es gibt's da nicht. Das hilft aber wirklich nicht. Sven Straube da vorne. Schießt hier volle Bude gegen Tignet, weil der wird doch noch gefährlich. Pagi bringt die Flanke. Och! Und Nick Richter. Och, nee. Der Kapitän hat das Ding. Fleischer. Och, Gott. Jungs, jetzt macht doch mal was draus. Nur stehen. Schön. Jetzt Nick Richter wieder.
Und da ist Sven Straube! Ja, Mann! Der sollte absolut nicht auf Sven, aber wurde abgefälscht, oder? Wenn ich mich da jetzt. Boah! Und da Joker Sven Straube Straublinger, Alter. Sheesh. Erstes Saisontor, Alter. An besserer Stelle hätte es nicht kommen können. Pagi geht da dazwischen. Tin Yedwai. Und jetzt macht unser Druck sich bezahlt hier Tim Schubert. Oh, schlechter Kopfball zum Klären hier. Da oben ist viel frei. Ah, alles gut. Lukas Kühne wird hier super von Gröschler gesehen. Och Gott, oh Gott. Und jetzt müssen ja Substitutions kommen auf jeden Fall. Mülli. Und hier. Wir nehmen auf jeden Fall Nick raus. Aber David Richter können wir mal linkes Mittelfeld spielen. Mal gucken, ob das was bringt. Wie ein Unterschied zu sehen ist. Oh, Carlos Soler, dürfte das sein? Ich jetzt nicht komplett doof bin. 14:10, meine Geburtstag, moin moin. Oh, Tim Schubert kriegt das hin auf der harte Birne. Mann, Mann, Mann! Ich will Bier. Zack. Schön verlängert für Franke, Junge. Radetzky guckt da auch nicht schlecht. Wie schnell es auf einmal gegen Franke nimmt den aus der Luft und zieht ab. Panghardt. Tim Schubert. Oh. Junge, was ein Ball vom Kapitän. Erst denkt man, der geht ins Nirgendwo, aber dann sowas. Schade. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder was? Jetzt spielen die ja nochmal auf. Das sollte doch aber eigentlich der SGHE möglich sein, hier die 3 Punkte zu entführen, Tim Schubert. Ja. Einer von den Richters. Den David, glaube ich, der es hier gerade war. Oh, Martin Schleichert geht da an Bender vorbei. Versucht es mit einer flachen Flanke. David Richter. Klärt das Ding gut weg. Viktor Lindelöf betrifft das Feld. Tin Yedwai muss weichen.
Kai Havertz, der spielt ja auch bis zum bitteren Ende für seine Werkself. Stark. Oh. Stadion ist außer Sicht, die pushen nochmal die Fans nach oben, um die Jungs hier. Oh, 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 oh. David Richter, Tim Schubert. David muss da ruhig den Doppelpass spielen. Jetzt lauft die Linie lang, Junge. Das Ding ist auch abgepfiffen. David Richter, der läuft gerade mit den drei Punkten davon. Gucken Sie sich das an. David Richter legt hier das Ding vor. Martin Schleichert schiebt den dann bloß noch ein. Das war David Richter, der ist da gerade Leverkusen mit den drei Punkten von dannen gezogen. Und dann verliert er den Ball und Martin Schleichert muss nur noch die Pike dran halten. So entführt man drei Punkte aus Leverkusen. Von dem frühen Schock erholt, alles richtig gemacht. And now we are here. Christoph Giese standhaft geblieben. Martin Schleicher hat da sich noch mit dem Tor belohnt. Herrlich. Die jungen Wilden nehmen hier drei Punkte aus der Bayer Arena mit. Gehen wir ins Interview danach. Bayern holt sich auch noch einen Sieg. Leverkusen, nee, nicht Leverkusen, Leipzig meine ich, gewinnt 2-1 gegen die Fohlenführung. Nee, Junge, hier geht's ja rund. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff unsere Franke hat doch wieder nicht getroffen. Ach, Franke, das ist mir egal, ob der trifft oder nicht. Franke ist mit anderen Sachen für uns dabei. Ja, Hallischer FC wird immer. Das hätte auch anders ausgehen können. Auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank für die haben schon stark gespielt, das kann man nicht anders sagen. Aber damit Halle. Ja, vorübergehend auf der 4, würde ich sagen. Straube erzielt sein erstes Saisontor. Schönes Bild dazu. Junge, Junge. In diesem Sinne, Leute. Halle mit Überraschungssieg gegen Leverkusen. Alter. Nee, geil, geil, was hier schon wieder abgeht, Alter. Ich meine, 8 Punkte Rückstand auf Bayern, aber wir wollen ja kein Meister werden, sondern wir wollen uns für Europa qualifizieren. Eigentlich nur für die Europa League. Soweit, so gut. Und ja, gucken wir mal auf den Kalender, um euch zu sagen, wann ich wieder da bin. Das wird simuliert, das wird auch simuliert, das wird auch simuliert. Dann ist schon Transferfenster und dann geht's gegen Bremen heim. Ich weiß nicht, ob man das Bremen-Spiel mitnimmt, weil man da gegen Hannes Gent spielt. Das könnt ihr jetzt mal im Chat bitte. Bitte abstimmen. Ansonsten würde ich sagen, hier vorne bei Frankfurt in der Commerzbank Arena. Da kann man sich widersprechen. Und dann kommen nämlich richtig tolle Spiele hier. Das nächste wird dann Dortmund sein, streamingmäßig. Gegen Mainz spielen wir da auswärts. Ja, gegen Mainz spielen wir auch. Da treffen wir Ludwig Hirsch. Leipzig sowieso. Schalke, das ist alles unwichtig. Leverkusen wird dann heim. Und dann, Alter, ist das das letzte Saisonspiel? Alter, das letzte Saisonspiel gegen Bayern. Ehrenhaft. Da können sie nochmal richtig davon aussehen, dass wir denen eine schöne Niederlage reingrätschen, bevor sie Meister werden. Gut, Leute, ihr habt den Plan gehört. Wir hören uns in 10 Minuten oder so wieder, wenn das nächste Spiel ansteht. Bis dahin, bis gleich.